Heute stelle ich dir Rey David vor, einen ambitionierten jungen Kunsthandwerker aus Teotitlan del Valle, der zusammen mit seiner Familie innovative Hundekörbchen herstellt. Ich habe ihn damals über Instagram gefunden und freue mich jetzt riesig, ihn heute in seinem Taller zu besuchen. Die besten Talleres, also Kunsthandwerksstätten, findest du in der Regel abseits von der Hauptstraße. Das gilt auch für den Taller von Rey David, wie man hier schön sehen kann. Der Handyempfang in Teotitlan ist sehr schwach, deswegen, also falls du dich verläufst oder verfährst, dann frag einfach nach Casa de Mireia. David höchstpersönlich zeigt uns den gesamten Prozess vom Karden bzw. Kämmen der Wolle bis hin zum fertigen Hundebett. David führt die Familientradition des Webens bereits in fünfter Generation weiter. Zunächst wird die Schafswolle, die die Familie aus anderen Regionen Oaxacas zukauft, per Hand gekämmt. Dadurch werden die Wollfasern voneinander getrennt und werden weicher. Das ist eben notwendig, um daraus dann den Faden zu spinnen. Als nächstes wird die Wolle dann per Hand und ganz manuell am Spinnrad zu Faden gesponnen. Ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess, für den man vor allen Dingen sehr, sehr viel Übung braucht, weil es eben ganz schnell passiert, dass der Faden reißt. Sobald die Fäden fertig sind, werden sie dann eingefärbt und das passiert in der Regel mit natürlichen Farben, die zum Beispiel aus Pflanzen, Mineralien oder auch Insekten gewonnen werden. Besonders beliebt ist die berühmte Cochineal-Laus, die auf Kakteen kultiviert wird und die für diese besonders intensiven roten Farbtöne verantwortlich ist. Sobald die Fäden eingefärbt sind, werden sie ausgiebig gewaschen, um ein späteres Verbleichen der Farben zu verhindern. Und zu guter Letzt wird jetzt hier am Webstuhl der Teppich bzw. der Stoff für das Hundebett gewebt. Alles natürlich per Hand und ohne So sehen die fertigen Hundekörbchen dann aus. Es gibt sie in verschiedenen Formen und mit verschiedenen Designs. Davids Nashun-Hundebetten sind super bequem, robust und auch leicht zu waschen, da man das integrierte Kissen einfach rausnehmen kann. Der Name Nashun, also die Marke der Hundekörbchen, kommt übrigens aus dem Zapotekischen und steht für so viel wie der Verwöhnte oder auch die Umarmung. Und falls du ganz spezielle Designwünsche für dein ganz individuelles Hundekörbchen hast, dann können David und seine Familie das natürlich auch genau nach deinen Wünschen anfertigen. Das dauert dann allerdings ungefähr einen Monat, also das hängt so ein bisschen davon ab, wie detailliert das Design ist.
Neben Hundekörbchen findest du im Familienworkshop Wella Kamin auch wunderschöne Teppiche in allen verschiedenen Formen, Farben und Designs. Und falls du dich nicht so schnell für ein Hundekörbchen oder einen dieser wunderschönen Teppiche entscheiden kannst, dann kannst du auch einfach eine Nacht direkt im Familienbetrieb in diesem wunderschönen Airbnb verbringen. Und diese wunderschöne Aussicht genießen. Und wenn du jetzt auf dem Rückweg hungrig geworden bist, dann schau doch mal beim Comedor Conchitas vorbei. Dort gibt es zum Beispiel köstliche Quesadillas, Memelas und noch vieles mehr.